Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück im wunderschönen Böhmen. Ihr Lieben, ich habe eine... Er sucht immer noch seine Maria. Ich habe eine richtig, richtig gute Datei gefunden, die mir erlaubt, das Spiel in noch höheren Grafikeinstellungen zu spielen. Und zwar fast alles wirklich auf Ultra. Wir haben ein paar kleine Mikroruckler, wenn wir auf Städte zureiten oder so, aber sonst läuft es butterweich und flüssig und sogar noch flüssiger, als wir es bisher auf den sehr hohen Einstellungen hatten. Ich freue mich riesig drauf, das Spiel jetzt in noch schöner einfach zu sehen. Ich habe ein paar neue Mods installiert, wir sind jetzt bei fast 70 Stück, bei insgesamt 67 Mods. Und ich gucke als allererstes mal gerade ins Questlog, was wir jetzt zu tun haben. Genau, das Vranik mache ich erstmal weg, denn wenn wir nach Vranik reiten, werden einige Quests abgebrochen, haben wir das letzte Mal gelesen. Ich habe gehört, dass in Sasau immer noch Banditen angeheuert werden. Irgendwas ist im Gang, ich muss herausfinden, wer hinter den Münzfälschungen steckt. Das versuche ich jetzt gleich. Wir können uns auf Patrouille begeben. Nee, Moment. Ich war doch jetzt gerade. Okay, ich mache die Minen nochmal an. Was ist denn das nochmal? Die Skalitzer Minen sind vom Raubzug der Kumanen nicht verschont geblieben und die Arbeit ruht. Zeit, den Schaden zu ermessen und die Minen, sofern möglich, erneut in Betrieb zu nehmen. Genau, das hat uns Herr Ratzig ja aufgetragen. Herr Ratzig hat mich zu Bergbaukonstrukteur Tobias Pfeiffer beordert. Dieser hat mir gesagt, dass er sich vor allem um einen der Stollen sorgt, aber mir ebenso dankbar wäre, wenn ich mir die Bergbauareale über Tage ansehe. Alles klar. Meister Pfeiffer will, dass ich mir die Wasseranlage ansehe. Dazu gehören ein Stampfwerk und Waschtröge am Teich sowie Wasserspeicher westlich von Skalitz. Und Meister Pfeiffer wollte, dass ich mir einen bestimmten Stollen genauer ansehe. Er befindet sich am Fuße des Hügels beim Teich. Okay, das heißt, die werde ich jetzt erstmal... Töte den Anführer des Lagers. Das haben wir noch versucht, aber der Anführer ist leider entkommen. Der Ring des Bacchus, das werde ich auf jeden Fall noch beherzigen. Müller Simon, den kann ich mal noch anmarkern. Die alte Dirne, ja, das haben wir, ich will hier nichts klauen. Also das ist wirklich, ich stehle 20 Groschen aus der Börse des Freiers. Ich möchte nichts klauen, das habe ich ihr aber auch gesagt. Gut, und ich habe endlich wieder die Taste gefunden, mit der ich meinen Kompass einblenden kann. Was ist das hier? Neue DLC-Queste in Thalenberg? Unerforschter Ort. Wir müssen ja eh über Thalenberg, also wir könnten über Thalenberg reiten nach Skalitz. Könnten aber auch hier unten reiten übers Kloster und dann beim Müller Simon noch vorbeischauen. Nö, ich würde sagen, ich setze mir hier einen Marker und dann reiten wir zum Marker. Ja. Diese Wälder, ne? Ein Birkenwäldchen. Ich reite mal unten lang. Ach, mein guter Pebbles. Oh.
Ui, hier darf uns auf dem schmalen Pfad aber auch kein Wanderer entgegenkommen, sonst ist der aber ziemlich platt. Ich bin gespannt, was das für eine neue DLC-Queste ist. Ach, Leute. Ich muss mal hier mal kurz einmal in Schritt reiten. Weil guckt euch das an. Guckt euch das einfach mal an. Ich kenne einfach kein schöneres Spiel. Oh mein Gott. Allein deshalb, ne? Lohnt es sich zu spielen. Unfassbar, was für eine Grafik. Es ist einfach nur schön. Huh, was war das denn? Ich reite hier lieber mal Schritt, um keinen umzureiten. Bin ich schon? Ich glaube, ich muss nach hier reiten, ja. Hallo Felab, ich grüße dich. Ja, und nicht nur einfach so Kingdom Come Deliverance, sondern natürlich wieder hart gemoddet, ne? Weil original sieht das Spiel so aus. Das muss ich gerade nochmal sagen hier. Das sind meine Einstellungen, das ist das Original. Ja, also das Original ist schon schön, aber das sieht halt einfach geiler aus. So. Ich glaube, das muss irgendwo hier sein. Ich steig mal ab. Ach, was war das? Der Typ, an dem wir gerade vorbeigeritten sind, oder was? Hä? Das ist die Queste. Moment mal, das ist ein Komposthaufen. Das kann doch nicht die Queste sein. Ich verstehe das nicht. Hallo. Hm. Das ist in der Burg oben. Wieso? Ach so, weil ich meine Markierung falsch gelegt habe, ich Depp. Na. Nun gut. Da muss der Marker hin. Das erklärt natürlich einiges. Wenn man halt zu blöd ist, eine Markierung zu setzen, dann kann das schon mal vorkommen. Guten Tag, der Herr. Auch halt so, dass diese Regenrinne, die ihr gerade unten am Boden gesehen habt, dass die halt so halb in der Erde ist und halt nicht ganz, also dass der Regen quasi diese Regenrinne ausgewaschen hat. Solche unfassbar winzigen Details machen dieses Spiel einfach so
grandios gut. Pebbles, du bleibst mal hier. Hier ist es ein bisschen eng zum Reiten. Na, haben wir noch hier den? Ach, guckt euch den Sonnenuntergang an. Gütiger Gott, du siehst furchtbar aus. Hat dich jemand angegriffen? Wieso sehe ich denn furchtbar aus? Aha. Gibt es etwas Spannendes aus der Gegend zu berichten? Etwas Spannendes? Nein, es ist eher zum Heulen. Weißt du, die Pferde aus Neuhof habe ich immer am liebsten gemocht. Waren was Besonderes. Aber der alte Smil ist beim Überfall getötet worden. Und ich fürchte, das Gestüt beißt mit ihm ins Gras. Dann viel Glück. Gleichfalls. So, ich schaue erstmal hier im Erdgeschoss nach, bevor ich nach oben gehe. Hier ist aber nichts. Ich hoffe nicht, dass Herrin Stefanie wieder irgendwas für mich hat. Die war doch hier, oder? Das sind doch die Privatgemächer von Herrin Stefanie, wenn ich mich richtig erinnere. Hier nebenan hatten wir doch unsere kleine Liebelei. Ja, genau hier. Da liegt sie auch. Tja, ja, Herrin Stefanie. Aber sie ist nicht wach. Warum schläft sie denn? Wir haben doch noch gar nicht so spät, oder? Das ist leider hier, wie ihr seht, jetzt das alte Rad, weil die Mod mit dem, ich habe eine neue Mod installiert mit einem wunderschönen Tagesrad, mit einem Zeitrad, aber die funktioniert leider nicht und ich weiß nicht warum. Oh, wir haben tatsächlich schon 21 Uhr. Das heißt, auch ich könnte mich eigentlich hinlegen und mich eine Runde ausruhen. Ich gehe nochmal gerade ganz nach oben, aber hier ist nichts mehr, ne? Nö, da steht nur noch eine Wache. Ich denke nämlich, dass Herrin Stefanie die Questgeberin mal wieder ist. Nabend, Nabend. War hier mein Zimmer? Wo war denn hier mein Zimmer? Ach, hier rechts. Nun gut. Dann schlafe ich erstmal noch eine Runde. Ja, 6 ist eine gute Uhrzeit, ne? 6 ist eine gute Uhrzeit, um aufzustehen. Zumindest im Spiel. Mal schön in voller Rüstung hinflätzen. Ja, natürlich. Falls mich jemand angreift, muss ich mich doch verteidigen können. Diese rechte Maustaste-Mod funktioniert auch nicht mehr. Das ist so ärgerlich, weil die ist so schön. Nein, ich möchte das Schloss nicht knacken, bitte. Ich möchte einfach nur hier raus. Na, oh, das Spiel ist so schön. Um Gottes Willen. Ich krieg mich echt... Tut mir leid, wenn ich so ausraste, aber es sieht einfach nur wahnsinnig toll aus. Ich muss einen nach oben, ne? So, Herren. Sag mal, wie lange kann man denn schlafen? Also ehrlich. Faules Adelspack. Dann warte ich halt noch eine Stunde. 7 Uhr ist jetzt aber doch schon Zeit aufzustehen, oder? Ach, guck mal hier. Herr Robert ist da. Dem könnte ich auch mal wieder reden. Nicht unbedingt hier auf der Treppe, aber...
Glück und Gesundheit. Dem habe ich übrigens auch eine neue Rüstung verpasst, weil die alte Rüstung von dem sieht halt einfach nicht ritterlike aus. Und, ja. Ach, die Ohren kann ich ihm übergeben. Ich habe Trophäen. Zeig her. Das hat dieses Pack verdient. Auf jeden Fall. Ich wäre gerne ein besserer Schwertkämpfer. Selbstverständlich. Ich möchte meine Technik verfeinern. Gut, aber nur gegen Silber. Yes. Kann ich endlich mal wieder was lernen hier. Ja, komm, mit dem falsche ich auch nicht. Ich habe 4900. Jetzt pass gut auf. Alles gut. Kann ich mir direkt noch ein bisschen was beibringen lassen, oder? Wenn ich schon mal hier bin. Kannst du mir zeigen, wie ich mich verteidigen kann? Selbstverständlich. Ich möchte meine Technik verfeinern. Gut, aber nur gegen Silber. Sehr schön. Jetzt pass gut auf. Kann ich das direkt nochmal machen? Ich glaube nicht, oder? Dafür muss ich ein bisschen warten. Ich wäre gerne ein besserer Schwertkämpfer. Selbstverständlich. Die Rüstung sieht schon cool aus von ihm. Okay, da kann ich jetzt nichts mehr lernen. Ich denke darüber nach. 15, da bin ich glaube ich noch nicht. So weit bin ich noch nicht. Schwert haben wir 11, da bräuchte ich jetzt 15. Verteidigung ganz knapp. Ganz knapp, da bin ich wirklich bald ein Meister. Was haben wir denn für einen zusätzlichen Fertigkeitenpunkt hier noch? Sehe ich den nur nicht, oder? Ach, hier. Wir können einen neuen Pferd-Punkt freischalten. Pferdeflüsterer. Dein Pferd wird dich außerhalb von Kämpfen niemals abwerfen. Im berittenen Kampf erhältst du sowohl mit Nahkampf- als auch mit Fernkampfwaffen einen Schadensbonus in Höhe von 15%. Auch sehr geil. Und wetterfühlig. Dein Pferd scheut allgemein etwas weniger bei Unwettern. Scheut allgemein etwas weniger bei Unwettern, dafür jedoch deutlich mehr. Mein Pferd hat mich noch nie abgeworfen außerhalb von Kämpfen, ne? Ich finde den berittenen Kampf aber total unübersichtlich und ätzend. Da bin ich mir noch nicht sicher, was ich nehmen will, deshalb lasse ich das mal noch. So. In der Hoffnung, dass Herrin Stefanie jetzt endlich... Das gibt's doch gar nicht. Du alte Schrapnell. Aufstehen jetzt! Hopp, hopp. Das darf doch nicht wahr sein. Also ehrlich. Dann hoffe ich, dass sie um 8 Uhr wenigstens aufsteht. Sonst muss ich hier wirklich den ganzen Tag vertändeln. Also, ich stehe hier schon seit 3 Stunden rum. Und wart auf die Alte, das gibt's ja gar nicht. Da ist sie endlich aufgestanden und jetzt ist sie weg. Nee, da sitzt sie. Und ich kann nicht mit ihr reden, na toll. Das hat sich ja richtig gelohnt. In einem privaten Bereich. Ja.
Darf ich hier nicht hin? Oh, hier unten ist Kerker, oder was? Ja, hier unten ist auf jeden Fall nichts. Oh, oh. Ich war nie hier drin. Guten Tag. Ach, schaut mal hier. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Na, na bitte. Kann ich dir zu Diensten sein, Herr Divisch? Mir ist da etwas über Priebus Lawitz zu Ohren gekommen. Heinrich, du kommst genau im richtigen Augenblick. Ich habe jemanden nach Priebus Lawitz geschickt. Mein Lokator Marius. Was ist ein Lokator? Ein Landgutachter. Er hatte den Auftrag, den Zustand des Dorfes zu überprüfen, um zu sehen, ob wir es wieder aufbauen können. Willst du das Dorf etwa neu besiedeln? Ja. Warum gerade Priebus Lawitz? Weil es seit der Plünderung durch Herrn Havel-Medek vor einigen Jahren dem Verfall preisgegeben ist. Es wird Zeit, dass sich das ändert. Herr, es sollte dort nun sicher sein. Wir haben dieses Geschmeiß ordentlich verbläut. Und deswegen habe ich meinen Lokator entsandt. Allerdings sollte er schon längst zurück sein. Ich könnte dort nach ihm sehen, wenn du nichts dagegen hast. Ich wäre dir sehr dankbar. Bestimmt wurde er bloß aufgehalten, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Möge Gott über dich wachen. Das war's schon. Ich wollte noch ein paar andere Sachen fragen eigentlich. Ja, Tatsache, na gut. Dann machen wir uns wieder auf den Weg. Hallo, mein guter Pebbles. So, dann gehe ich nochmal in den Questlog. Tief im Walde. Untertage ist hier hinten. Tief im Walde ist da oben. Ja, da kann ich ja dann mal, da kann ich doch vernünftig reinreiten. Das ist doch schön. Dann reiten wir doch nach da oben, würde ich sagen. Oh, nicht absteigen. Aufsteigen sollst du. Ja. Und dann reite ich mal ein bisschen querfeld ein hier. Genieße ein bisschen die Landschaft. Wow. Was rennt da denn rum? War das ein Wollschaf? Ach, eine Wildsau. Ja. Noch eine Wildsau. Höp. Höp. Wow. Das war knapp. Ein Eber, ja genau. Diese Wälder, ne? Ich liebe diese Wälder. Es ist einfach nur der Hammer. Was ist hier denn? Interessanter Ort. Sieht halt einfach wirklich alles handgebaut aus, ne? Das ist einfach nur unfassbar schön. Guckt euch hier einfach mal um. Ich mach mal gerade den Sound ein bisschen lauter. Gönnt euch das einfach mal.
Uhr. Ist das nicht der Hammer? Also man fühlt sich doch wirklich, als würde man mitten im Wald stehen mit dieser großartigen Soundkulisse und dieser Grafik. Es ist einfach nur... Aber dagegen können Skyrim und Co. wirklich einpacken. So. Ich höre hier links jemanden Holz hacken. Das ist ja wirklich mitten im Wald. Hier irgendwo soll es sein. Ich schätze mal hier vorne. Da hinten ist es. Oh, guckt euch das einfach mal an. Es sieht einfach so krass realistisch aus. Gut. Das heißt, wir sind da. Aber just bevor wir da jetzt ankommen, ihr Lieben, wo wir diesen Angriff vor ganz schön langer Zeit mal zurückgeschlagen haben, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Falls nicht, guckt ungefähr, ich würde sagen, 60 bis 70 Videos zurück. Bevor wir da jetzt anlanden, werde ich nochmal eine kleine Pause machen, um es spannend zu halten. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Erzählt weiter, dass es diesen Kanal gibt. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi, ihr Lieben.